Hallo zusammen, schön, dass ihr da seid. Wir schauen uns heute mal an die Veränderung der nächsten 14 Tage für das Kollektiv. Ich habe hier das Fenster auf und es bläst ein riesen Wind draußen. Und ich dachte so an das Lied Wind of Change. Hier bläst mir irgendwie die Veränderung direkt um die Ohren. Und habe gedacht, deshalb gucken wir jetzt mal, was hier im Kollektiv so los ist. Ich nehme das große Blatt, dann sehen wir es etwas genauer und bin natürlich gespannt, was sich uns hier zeigt. Ja, das Leben spricht mit uns. Hier kommt etwas in Bewegung, was viele Lebensbereiche betrifft. Unser Wachstum, unsere Vitalität. Wir geben dem Leben eine neue Richtung. Und gleich fällt wieder das Schicksalskreuz, ne? Also lebensverändernde, schicksalshafte Einwirkungen. Da, wo es schwierig war, haben wir hier, oder ja, wo das Kreuz auch zu groß ist, haben wir hier die Auflösung drin. Es geht weiter. Wir können ein Stückchen Kreuz ablegen. Und es kann sich so anfühlen, als hätte man dann seinen Boden ein bisschen verloren, sein Fundament, oder man hat das Gefühl, irgendetwas, das man erarbeitet hat, geht in den Verlust oder wird einem weggenommen. Dabei möchte das Leben eigentlich, dass wir neue Möglichkeiten mit an Bord kriegen, dass wir hier irgendwo eine Erleichterung kriegen, wo vorher viel Arbeit war an den Dingen. Es werden Möglichkeiten plötzlich klar, auch Möglichkeiten, die für Klarheit sorgen. Ein großes Stück Erleichterung, dass wir alle mit dem Thema inneres Kind haben, Verstrickungen mit dem inneren Kind, schicksalshafte Neubeginne, das Beenden von Konzepten, die mehr blockieren, als dass sie funktionieren. Möglichkeiten im vertraglichen, verbindlichen Beziehungsbereich. Ja, ich würde mal sagen, sich gehalten zu fühlen, schicksalshafte Blockaden, in eine gute Bewegung bringen. Konflikte, die man mit dem Thema Geld und Arbeit hat, versorgt sein, eine neue Sichtweise zu kriegen, ein neues Medium, wie man vielleicht auch langfristig damit umgeht. Ja, sich irgendwie auf eine Phase einzulassen, die man so nicht kennt. Das kann auch sein, dass das so ein bisschen Unruhe mitbringt. Na, alles, was wir nicht kennen, bringt irgendwo eine Stimmung mit, wo wir denken, oh, Mann, oh Mann. Ich habe hier das irgendwie so, dass diese Veränderungen, ich nenne es ja Veränderungen der nächsten 14 Tage, guckt mal, hier liegt im Haus der Störche der Klee drin. Das sind wirklich die kurzfristigen Veränderungen, Veränderungen, die mit dem Thema einhergehen, dass ein altes Konzept so nicht mehr wirkt und man spürt es und man macht sich jetzt auf den Weg. Oder man wird hingeführt, lebensverändernde Dinge hinzunehmen, Wege zu gehen, die aus einem Konstrukt rausgehen, in dem man schwere Dinge erledigt, viel in das hinein investiert, was man eigentlich mal mit Herzen gemacht hat. Hier sind auch tatsächlich Veränderungen auf dem Beziehungsbereich, im Liebesbereich, in diesem Ding liebe ich oder lebe ich aneinander vorbei, wo bin ich allein zu zweit, wo könnte ich mir vielleicht auch mal vorstellen, Verletzungen des inneren Kindes nicht mehr auf den
Bereich meines Partners zu übertragen oder wo habe ich so dieses Ding, ich könnte mich öffnen. Die Wege liegen hier im Haus der Wege drin, ne? Das heißt, wir kriegen ein Potenzial an Möglichkeiten. Wir haben sowieso immer ein Potenzial an Möglichkeiten, aber wir halten etwas fest, was bisher immer funktioniert hat. Ich habe eine große Klärung auf allem Verbindlichen, auch auf dem, was uns mit ein bisschen Glück ins Leben gehaucht wird. In unserem eigenen Haus liegen noch die Veränderungen drin. Die spiegeln sich hier mit tatsächlich Möglichkeiten und Wegen von außen, mit Möglichkeiten auch etwas zu etwas Distanz aufzunehmen, was nichts bringt, außer noch mehr Verstrickung oder Ermüdung. Hier unten soll ein neues Kapitel entstehen, etwas, das sich erst noch lüftet, wo es vielleicht auch Sachen gibt, die wir noch nicht so richtig auf dem Schirm haben. Möglichkeiten, sich auch langfristig zu stabilisieren und die Instruktion daraus, wie das erfolgen könnte. Das ist jetzt sehr spannend, was ich hier unten habe. Wirklich überaus spannend, denn wir selber liegen im Haus der Arbeit drin. Ja, irgendwie scheint etwas sich schwierig anzufühlen oder man ist überarbeitet von etwas. Man hat sehr viele Gedanken im Kopf. Man versucht vielleicht, sich ein neues Kapitel zu eröffnen, schon längere Zeit, findet aber nicht so richtig den Weg. Hier geht es darum, dass das Leben in vielen Lebensbereichen eine Erleichterung, ein Fundament mitbringt, an dem man Spaß hat, an dem man seine gute Energie reingibt und die gleiche Energie zurückkriegt. Und zugleich ist es eine Sache, die hat mit dem Thema Konflikte mit den Finanzen zu tun, die hier beendet werden. Da schauen wir direkt drauf. Es kann sein, dass sich das an sich ein bisschen so unsicher anfühlt. Ja, wenn so Transformationsprozesse sind, dann ist das meistens nicht ganz so angenehm. Trotz allem wird hier in den nächsten 14 Tagen das Fundament dafür gelegt. Wir haben hier die Sonne im Haus des Schicksals drin. Etwas, was ermüdend ist oder müde macht oder Energie zieht oder wo man im Kreislauf drin ist, wird hier geklärt. Es kann ja auch sein, dass ein bestimmtes Thema, das auf der Familienahnenlinie liegt, aufgeklärt wird. Wir haben ja die guten Nachrichten auch drin. Veränderungen, die zu einer schicksalshaft positiven Energie führen. Aber die haben sehr viel Potenzial dabei, dass man drüber nachdenkt. Das Leben schickt dir hier eine Einladung oder uns, ob wir sie annehmen oder annehmen können. Das macht ja jeder auch in seinem ureigenen Tempo. Ne? Okay, wir gucken mal noch, was wir tiefer in die Legung dazu kriegen. Ich muss mich da nochmal wiederholen. Ich habe auch das hier tatsächlich im Beziehungsleben, der Wunsch nach einem neuen Kapitel mit mehr Fülle auf uns zukommt. Aber wir haben da irgendwie einen Konflikt damit. Ja? Wir sind uns treu und loyal und so. Und jetzt da was zu verändern, das fühlt sich dann immer so an, als etwas, was man probiert und am Ende nicht funktioniert. Ich habe für einige das neue Menschen das Leben betreten.
die euch irgendwie uns helfen können, die Impulsgeber sind, dass das Außen eine sehr große Rolle spielt, um uns Möglichkeiten zuzugeben, zufließen zu lassen. Guckt mal, die tanzenden Wolken. Wir sind im Wandel. Hier geht es schon mal auch darum, dass man so eingefahrene Lebenskonzepte überdenkt. Wir kriegen das hier aufgezeigt, das Leben ruft uns. Und vieles macht vielleicht auch irgendwo einen Widerspruch. Aber hier ist wirklich an der Zeit, die Erwartungen, die auf uns einwirken, vom Außen, von anderen, vom Beruf, von der Tradition, von den Genen, dass wir die mal beiseite schieben und auf unser Herz wieder hören lernen. Wir haben ja alle Karten auf dem Kopf, so viel kann kein Mensch denken, ja? Und so viel kann man auch gar nicht regeln, wie hier Gedanken sind. Deshalb geht es hier so ein bisschen darum, diesen Wandel, diese Transformation zu akzeptieren. Und dass Vergänglichkeit auch ein Thema ist, also dass kein Lebenskonstrukt ewig wirkt. Wir können auch das Außen nicht ständig kontrollieren, aber wir können tatsächlich wählen, welchen Lebensumständen wir viel Bedeutung schenken. Da fällt mir das wieder ein von, ich weiß nicht, wer das gesagt hat, war es Astrid Lindgren, sei frei, wild und wunderbar, so irgendwas, ne? Und da kommt der Wind der Wandlung hierher, ne? Wir sehen hier das Karussell, das sich dreht und den Luftballon drauf, der aufsteigen will. Das, was hier liegt, ist auch wirklich ein sehr erlösendes Konzept, weil ich habe hier so diese Wunden von dem Kinderdasein und diese Mutterthemen, die wir alle irgendwo haben, in gewisser Weise. Jedenfalls eine starke genesende Energie auf dieser Ebene, eine Kraft, die uns wieder zur Verfügung steht, die uns vielleicht auch mal verloren gegangen ist. So, wir haben jetzt hier die Schwalbe als Kraft hier noch dazu gekriegt. Ja, eine Wende zum Guten, ein Hoffnungsträger, Rückkehr und Erneuerung. Wenn die Schwalbe hier kommt, dann ist sie so eine Art Bote. Auch je nachdem, wie sich die Schwalbe zeigt. Ne? Manchmal ist sie auch Warnung, manchmal zeigt sie Kurskorrekturen an. Hier soll neuer Schwung ins Leben kommen. Ein liebevoller Austausch, den haben wir hier. Die Sonne, die Nachrichten. Vitalität, eine frische Brise, ein Auffrischen von irgendwas. Man darf sich hier auch verstärkt um die kümmern, die einem am Herzen liegen. Das haben wir hier im Hause, die Gegenüber ist in unserem Hause drin. Tatsächlich aber auch magische Möglichkeiten in der Liebe oder in zwischenmenschlichen Angelegenheiten. Da können so Augenblicke entstehen, wo man Geschichte schreibt, neue Ideen. Das Lebenswertmachen des Lebens, die magischen Augenblicke. Es geht um das Empfangen und das Weitergeben von Liebe auch. Schauen wir mal, welche Pflanze hier noch mitkommt für die nächsten 14 Tage. Ja, die Vergänglichkeit hatten wir ja hier schon erwähnt.
Nichts geht ewig, keine Phase geht ewig. Wir lernen, wir gehen weiter. Irgendwas wird vollendet und beginnt neu. Und mit dem Holunder kriegen wir hier tatsächlich die Info, die Ewigkeit ist jetzt. Alles wirkt zusammen. Deine heutigen Gedanken gestalten dein Morgen. Also sollten wir dann darauf aufmerksam gemacht werden, dass wir jetzt mit Liebe leben und nicht mit derartig vielen Gedanken. Diese Gedanken, die hier liegen, die kann kein Mensch bewerkstelligen. Da darfst du fokussieren, abgeben, dich reduzieren, auf das gucken, was wirklich wichtig ist. Es kann sein, dass es ein Stückchen Arbeit ist, aber es lohnt sich, denn man kann hier tatsächlich einen Konflikt lösen, den man schon lange mit dem Thema hatte. Okay, ich wünsche euch schöne Veränderungen in den nächsten 14 Tagen. Ich drücke euch, bis bald.